Ja, du, ich sag mal, es war ein ganz spezieller Aufstieg jetzt auch wieder mit diesem Ereignis am letzten Spieltag, wo uns ja ganz kurz vor Schluss praktisch der Aufstieg noch entrissen wurde, muss ich sagen. Die Mannschaft wahnsinnig performt in beiden Aufstiegsspielen. Und ja, ich hoffe, da kommen sie auch gleich. Wahnsinnig, wir sind super glücklich und jetzt nur noch feiern angesagt. Es ist ein großartiger Erfolg, den der SV Wehen geleistet hat. Es ist traumhaft, dass wir nächstes Jahr in der zweiten Liga spielen werden. Wir werden mit großartigen Mannschaften im Profifußball, in der deutschen Fußballliga unterwegs sein, im deutschen Pokal spielen. Wir werden tolle Fußballerlebnisse in Wiesbaden bekommen. Ich freue mich drauf. Glückwunsch dem SV Wien Wiesbaden zum Aufstieg in die zweite Liga. Es war eine grandiose Leistung. Wir haben alle mitgefiebert beim Spiel gegen Halle. Der Schockmoment, als wir dachten, der SV Wien Wiesbaden ist schon aufgestiegen. Dann nach zwei Minuten, nein, noch kein Aufstieg. Relegation, zwei tolle Relegationsspiele. Einmal hier, einmal in Bielefeld. Wir haben alle fest die Daumen gedrückt. Der Wiesbadener Support war wirklich großartig. Herzlichen Glückwunsch dem SV Wien Wiesbaden, der Mannschaft, dem Team, den Trainern, allen, die dabei sind. Eine tolle Leistung. Wir sind wahnsinnig stolz auf euch.
einfach total stolz und happy, heute hier zu sein. Es war ein Wahnsinnserlebnis gestern. Die Jungs haben das einfach so toll gemacht und ich glaube, sie haben es absolut verdient, zu 100% verdient. Und die Jungs haben das klasse gemacht, der ganze Verein, alle haben mitgezogen und so muss es sein. Und was auch ganz, ganz toll ist, die Fans. Also wir haben, glaube ich, in den letzten Wochen, Monaten gesehen, dass immer mehr Leute gekommen sind. Und die Stimmung war am Ende bombastisch und deswegen gucken wir ganz positiv nach vorne in die neue Saison mit hoffentlich weiterhin viel Erfolg und vor allen Dingen ganz vielen Fans. Ich gratuliere Wien Wiesbaden zum Aufstieg in die zweite Bundesliga. Das ist einfach fantastisch. Wir haben gestern das Spiel verfolgt und waren schlicht platt. Die Spieltechnik, die Taktik, die Souveränität, die Überlegenheit gegenüber Arminia Bielefeld, das hat mich schier beeindruckt. Einen herzlichen Glückwunsch auch an den Trainer. Ich finde, eine sehr sympathische Person, passt gut in die Mannschaft. Die Mannschaft hat gezeigt, dass sie ein Team ist, Teamgeist hat. Und ja, Wiesbaden-Wien, es kann nur vorwärts gehen jetzt in der zweiten Bundesliga. Ich freue mich auf jedes Spiel, was jetzt in der Britta Arena kommen wird. Vielen Dank. Wir sind so glücklich, wirklich. Es ist, wir können es kaum glauben. Einfach dieser Aufstieg durch die Relegation. Erst der verfrühte Platz und jetzt doch noch die Freude. Das ist einfach unbeschreiblich, das Gefühl jetzt. Wir sind so mega happy einfach und freuen uns auf diese nächste Saison jetzt. Das ist einfach geil. Hier ist Amel Gülen. Wir sind aufgestiegen. Feiern gerade mit der Mannschaft. Gerade ist Pause. Da ist schon der nächste Teilnehmer, Dennis, kannst du bitte herkommen? Dennis, kannst du bitte herkommen? Komm doch mal bitte her, komm mal ins Büro. Erzähl mal ein bisschen was von deinem Alltag. Von deinem Alltag hier als Aufstiegsspieler. Ja, sehr angenehme Situation gerade. Ich muss sagen, dieses Jahr hat es besonders Spaß gemacht, weil wir eine sehr, sehr homogene Mannschaft waren, sehr viel Team Spirit. Ja, ich kann es gar nicht beschreiben. Davor die zwei Jahre waren auch toll, aber ich glaube einfach, dass uns dieses Jahr auch dieser unbedingte Wille ausgezeichnet hat, auch durch Widerstände zu gehen. Und dann sieht man natürlich am Ende, wenn man mit 70 Punkten nicht aufsteigt, wollen wir das nicht auf uns sitzen lassen und haben uns gesagt, ey, pass auf, das geht nicht, das lassen wir nicht mit uns machen. So. Und haben am Ende dann souverän das Ding über die Bühne gebracht. Also von daher haben wir uns jetzt die Feier, die nächste Saison, alles verdient, alles ja, von alleine geschafft. Das, was wir in der eigenen Hand hatten, haben wir gepackt und jetzt geht's vorwärts. Dankeschön für die lieben Worte. Danke sehr. Bitte, Egge. Ja, also wir sind sehr, sehr happy, haben es jetzt endlich nach drei Jahren geschafft, den Aufstieg klar zu machen. Es war im Endeffekt eine Achterbahn der Gefühle, waren am letzten Spieltag eigentlich schon direkt Meister und haben dann wirklich nochmal einen harten Nackenschlag gekriegt. Von dem her auch Respekt an die Mannschaft, dass sie sich da mental hier so wacker geschlagen hat und wir dann so zwei überragende Relegationsspiele über die Bühne gebracht haben. Von dem her, wir sind überhappy. Und werden jetzt die nächsten Tage auf jeden Fall sehr genießen.